Nach diesem Video kennst du drei Möglichkeiten, wie du selbst hormonelles Ungleichgewicht wieder harmonisieren kannst, der TCM zufolge. Also drei Techniken, die du sofort anwenden kannst nach dem Video, um dein hormonelles Gleichgewicht wiederherzustellen, laut TCM. Und zwar geht es hier speziell um die Menopause, um die Zeit bei den Frauen, wo sozusagen die hormonelle wo es eine hormonelle Umstellung gibt. Ich selbst bin 50, jetzt 51 eigentlich bald und habe das natürlich auch durchgelebt und mir hat da Qigong und TCM sehr geholfen und da möchte ich dir drei Tipps mitgeben, drei Übungen, die du jederzeit ausführen kannst, um mit Akupressur und mit Qigong dieses hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen, wie gesagt, aus TCM-Sicht. Du kannst also einen Meditationskissen nehmen oder einen Sessel. Du kannst es auch im Stehen machen. Ich zeige jetzt die erste Übung mal im Sitzen. Aber danach kommt eine, die noch kräftiger ist, noch besser wirkt. Es geht hier eben um eine Akupressur, einen speziellen Punkt, der laut TCM auch für das Idealgewicht gut ist, aber nicht im Sinn von irgendeinem Schönheitsideal, sondern im Sinn von dem, was für uns jeweils gesund ist. Also das hat nichts mit irgendwas, was wir aus Schönheitsgründen erreichen wollen, zu tun, sondern einfach das gesunde Gewicht, das Wohlfühlgewicht. Und dazu kannst du dich entweder auf ein Meditationskissen setzen oder auf einen Stuhl und dann die Füße aufstellen, wenn du aufstellen. Wenn du im Sessel sitzt dann, oder im Stuhl sitzt, dann hast du sozusagen den rechten Winkel und dann massierst du den Akupressurpunkt Magen 36, der wird der große Gleichmut auch genannt, ist ein Magenmeridian und große Gleichmut heißt eben auch oder kann man herausahnen, dass es auch bei Reizbarkeit, bei also ich zumindest war da oft auch schnell mal gereizt in dieser hormonellen Umstellungszeit und bei Reizbarkeit kann es helfen, wieder ruhiger, gleichmütiger zu werden, auch entspannter. Es gibt auch sehr, sehr viel Energie und wird eben bei Wechselbeschwerden angeboten und auch für das Wohlfühlgewicht. Wie findest du diesen Punkt jetzt? Du legst hier, ich mache das jetzt mit dem linken Bein, die rechte Hand legt sich hier unterhalb der Patella, der Kniescheibe hin und dann fährst du hier am Rand, hier beim kleinen Finger entlang mit der anderen Hand beim Schienbein vorbei nach außen, bis du hier diesen Muskelberg spürst und mit dem Ringfinger massierst du dann diesen Muskelberg pulsierend, also immer wieder pulsierend, sanft drücken, sanft beginnend und dann ruhig stärker werden. Und dann wirklich mit Druck ruhig kraftvoll hineingehen, mach gerne einfach mit. Pulsierend massieren und danach zeige ich dir eine noch intensivere Übung, die noch stärker diesen Punkt anspricht. Das gleiche auf der anderen Seite, hier die Handkante unterhalb des unteren Endes der Kniescheibe, dann hier an der Hand entlang fahren, bis du dann außen beim Schienbein herum zu diesem Schienbeinmuskel kommst und mit dem Mittelfinger zuerst sanft drücken, pulsierend und dann ruhig stärker werden. In deinem Rhythmus, so wie es für dich jetzt angenehm ist. Und du kannst deinen Atem frei und intuitiv fließen lassen. Über die Nase ein und über die Nase aus. Ganz natürliche Bauchatmung, das heißt, der Bauch dehnt sich sanft aus, wenn du einatmest und geht sanft nach innen, wenn du ausatmest. Das wäre mal die erste Übung. Streichen und dann kommen wir zur zweiten Übung, die noch intensiver wirkt und wenn du diese Übung ausführen kannst, dann lade ich dich ein, die auszuführen. Ja, die ist ein bisschen herausfordernder als diese, aber dafür eben auch intensiver. Und wenn die aus irgendeinem Grund jetzt gerade nicht geht, dann wiederholst du jetzt einfach diese Übung von vorhin, bis wir die dritte Übung machen. Also dann bleibst du bei dieser Übung im Sitzen. Aber wenn es für dich möglich ist, dann steh bitte gern auf und du hebst das linke Bein. Und zwar so, dass es, wenn möglich, parallel
oder sogar mehr, also parallel zum Boden oder sogar mehr, falls das möglich ist. Wenn das für dich nicht möglich ist, wie gesagt, dann mach die Übung bitte gern im Sitzen. Und mit der anderen Hand kommst du wieder drüber und jetzt die gleiche Massage wie vorhin, nur eben im Stehen, dadurch ist es noch intensiver. Und wenn du es noch mehr in die Tiefe gehend ausüben möchtest, dann kannst du jetzt auch noch die Augen schließen. Aber bitte natürlich so, wie es für deinen Gesundheitszustand möglich ist. Ja, das ist natürlich auch eine Gleichgewichtsübung. Mit geschlossenen Augen umso mehr. Auf der anderen Seite das Gleiche, das Bein heben, anderen Hand unterhalb der Kniescheibe und hier massieren mit dem Mittelfinger außen. Sanft, pulsierend massieren. Für dein Wohlfühlgewicht, also das, was für dich gesund ist, dein Idealgewicht, aber nicht im Sinn von irgendwelchen von außen auferlegten Idealen, sondern was ist ideal für dich im Sinn deiner Gesundheit. Dann wieder lösen. Und dann kommt die dritte Übung. Das Schöne ist, im Qigong wollen wir diese Punkte ansprechen, aber wir verbinden das mit einer Atemtechnik und mit einer Bewegung, sodass diese Übung noch intensiver wirkt. Also die Akupressurpunkte kann man natürlich massieren und so weiter, aber je mehr du die Bewegung, den Atem mitnimmst, desto intensiver wirken diese Übungen. Und darum kommen wir jetzt zur intensivsten dieser drei Übungen. Ja, das steigert sich. Und ich lade dich ein, da mitzumachen und den Atem, wenn du das erste Mal mitmachst, einfach frei fließen lassen. Und je öfter du die Übung vielleicht einfach mit dem Video mitmachst, desto mehr kannst du dann bewusst Atem und Bewegung verbinden. Ich sage also den Atem mit an. Beim ersten Mal einfach ignorieren. Atme einfach in deinem Tempo, bitte. Einatmen, die Arme kommen nach oben. Ganz natürlich über die Nase ein- und ausatmen. Ausatmen, über das Gesicht streichen. Das ist jetzt der Magenmeridian, den wir hier sanft ausstreichen, über die Brust, über Bauch, wirklich mit der Handfläche am Körper, die Körperstruktur spüren. Ja. Dann über die Außenseite der Beine, aber vorne entlang streichen, hier immer noch der Magenmeridian dabei. Ausatmen und hier jetzt bei diesem Punkt, wo wir vorher auch waren, massieren, wieder mit dem Mittelfinger, dabei einatmen. Und dann über den Mund, jetzt vorher mal durch Nase ein- und ausgeatmet, jetzt durch den Mund ausatmen. Und ein, wieder über die Nase. Und ausfallen lassen. Durch diese Dehnung des Körpers dehnst du den ganzen Magenmeridian und dann wirkt aus TCM-Sicht diese Akupressur noch deutlich intensiver und mehr. Lade dich ein, das mit mir zu wiederholen. Wenn du dich schon sicher fühlst, dann atembewusst zunehmen. Ansonsten einfach genussvoll mitmachen. Ein. Aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Der Magenmeridian wird hier weit gedehnt. Die Akupressurpunkte werden angesprochen durch diese Öffnung, verbunden mit dem Atem. Hier massierst du den Magenmeridian. Dadurch harmonisierst du den nochmal sanft. Und dann massierst du ganz speziell Magen 36, große Gleichgut. Der Punkt ist jetzt schon wunderbar vorbereitet durch die Vordehnung, durch den Atem, durch das Streichen des gesamten Meridians aus TCM-Sicht, dadurch besonders intensiv angesprochen und dann loslassen. Wieder der Magenmeridian wird gedehnt. Loslassen, entspannen. Und einmal noch ein
aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Und zum Abschließen die Verjüngungsübung. Ich bin's Angela, Angela Cooper, Englisch geschrieben wie Mini Cooper, das kleine Auto. Die Verjüngungsübung einfach mitmachen. Mehr Übungen findest du auf chi.at, quelleida.at geschrieben. Da findest du jede Menge Übungen. Hier noch ein paar Mal vor und zurück streichen. Und hier findest du dann nochmal verlinkt Übungen für dein Wohlfühlgewicht, dein Idealgewicht, wieder das Gewicht, das für dich einfach gesund ist. Denn schön sind wir in allen Formen. Das ist mir nochmal ganz wichtig auch. Zum Abschließen strecken, dehnen, genussvoll. Vielen Dank und alles Liebe dir, deine Angela. Ciao.